heute um einiges später als gewöhnt. Trotz allem von ganzem Herzen kommt jetzt die Wochenbotschaft für dich. Dieses Mal mit dem wunderbaren Orakelzelt Kraft der Engel. Und ich bin sehr gespannt, welcher Engel diese Woche an deiner Seite sein möchte, welche Informationen er für dich hat. Ja, welche hat er für uns alle. Also, bleibe dran und ja, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, wunderschön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen. Vielleicht bist du das allererste Mal auf meinem Kanal und schaust dir ein Video von mir an. Ich bin eine spirituelle Lebensberaterin, geistig-energetische Heilerin, Tierkommunikatorin und noch so einiges mehr. Guck gerne auf meine Internetseite www.seelen-geflüster.de vorbei. Und da findest du alle wichtigen Informationen zu mir, zu meiner Arbeit und natürlich auch den Kontaktmöglichkeiten. Ja, und jetzt rufe ich direkt die Engel an unsere Seite. Da sind schon ein paar Karten runtergefallen, aber das sind auf jeden Fall zu viele. Die sind sehr glatt, diese Karten. So, genau, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger mischen. Also, die Engel, sie sind an meiner Seite und sie möchten auch gerne zu dir kommen und dich begleiten diese Woche. Du darfst dir gerne schon deine Frage überlegen, die du an die Engel stellen möchtest oder die du an sie hast. Ja, du darfst sie jetzt gerne stellen oder an deine Situation denken, bei der du Unterstützung wünschst von den Engeln. Und ich bitte Sie jetzt um die vier passenden Karten. So, hier kommt die Karte 1, 2, 3 und auch die vierte. So. So, also bitteschön, hier sind die vier Antworten, die vier Auswahlmöglichkeiten sozusagen der Engel. Und du darfst dich jetzt für eine von diesen Karten entscheiden. Und wenn du dich für die 1 entschieden hast, schau mal, neue Liebe. Also, diese Woche geht es halt darum, ja, eine neue Liebe kommt in dein Leben oder eine bestehende Verbindung wird wieder aktiv und mit Leben gefüllt. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das bei der letzten Botschaft, die ich mit diesen Karten gemacht habe, auch hatten. Sehr schön, also ganz schön spannend. Ja, es sind hier zwar zwei Menschen auf der Karte zu sehen, es kann sich aber auch um eine tierische Liebe handeln, um eine Verbindung zu einem Tier. Vielleicht überlegst du gerade, ein Haustier bei dir aufzunehmen, also ein Hund oder eine Katze, vielleicht auch ein Hamster oder Meerschweinchen. Dann ja, ist diese Woche ein guter Zeitpunkt dafür, um Ausschau zu halten. Genau. Also da würde ich mal nachgucken. Ich bekomme wirklich so mehr das Gefühl, dass es sich um eine tierische Verbindung handelt. Ja, ganz spannend. Ja. Also natürlich kann es sich auch um die partnerschaftliche Beziehung handeln. Und ihr wisst, Erzengel Samuel tritt da in Erscheinung und unterstützt uns. Alles, was die Liebesangelegenheiten zu tun hat, ne? Und unsere Herzensebene, unsere Seele, ja, da ist er natürlich ganz groß dabei. Genau, ich gucke auch noch mal, ob ich etwas vergessen habe. Ich schaue noch mal ins Büchlein rein. Ah, der Granat, den als Edelstein, der wird hier noch empfohlen. Das ist natürlich auch wunderbar. Ja, genau. Also, die Engel der Liebe, sie sind diese Woche an deiner Seite und möchten dich begleiten. Wunderschön.
So, kommen wir zur Karte Nummer 2. Schau mal, da ist er schon. Erzengel Samuel. Er ist diese Woche an deiner Seite. Die Liebe kommt in neue Höhen. Ich bringe dein Liebesleben auf eine wundervolle neue Ebene. Die Engel der Liebe sind an deiner Seite und öffnen dein Herz. Sehr schön. Ja, ganz, ganz toll. Also da bekomme ich rein, dass es dir gut tun würde, diese Woche mit Erzengel Samuel zu arbeiten und ihn auch noch zu bitten, dein Herz weiter zu öffnen und seine wunderbare Liebesenergien in dir aufzunehmen. Ja. Also, hier geht es jetzt diese Woche dann mehr um das Partnerschaftliche und ja, um die bestehenden Beziehungen, die du hast. Ich kriege da ganz viel Wärme rein und ich bekomme auch Ruhe rein. Also wenn es vielleicht gerade unruhig ist bei dir in der Beziehung, dann lass Erzengel Samuel arbeiten daran, dass er ja einfach diese Unruhe auch rausnimmt und eure Beziehung, also eure Liebe, auf eine neue Ebene anhebt. Wie gesagt, da empfehle ich dir, in die Ruhe zu gehen und Erzengel Samuel an deine Seite zu rufen, damit er dein Herz einfach ja, weiter öffnet und entsprechend dein Herzchakra entflammt, kann man fast sagen. Genau, ja. Sehr schön. Also, hab eine tolle Woche. Viel Freude daran. So, jetzt kommen wir zu Karte Nummer 3. So, schau mal, wer diese Woche dann an deiner Seite sein möchte. Jesus, also Yeshua Immanuel, der himmlische Heiler. Lass mich deine Führung sein. Und dich durch dein Leben leiten. Das bringt dich zurück zu deiner natürlichen Verbindung zu dir und näher zu den Energien Gottes. Also zu den Energien der Urquelle. Ja, wunderschön. Auch er war, soweit ich mich erinnere, beim letzten Mal dabei. Und das ist natürlich sehr schön, ne? Also, ja. Ich bekomme rein, dass du die Ängste und Sorgen loslassen darfst und dich quasi, ja, dich fallen lassen. Trau dich, dich fallen zu lassen. Yeshua Immanuel wird dich auffangen und er wird dich führen. Er möchte dich gerne leiten, ja, an deiner Seite sein. Und ich sehe gerade das Bild, dass er dich, ja, dich an die Hand nehmen möchte. Ja, wie wir manchmal so, wie so Eltern ihre Kinder an die Hand nehmen und dann ja, sie unterstützen. Gerade so, wenn sie im Lauflernprozess sind sozusagen. Ja, und sowas bekomme ich an die Hand. Also, dass er da so sein möchte, um dich ganz liebevoll zu begleiten und dich, ja, ich sehe euch wirklich so wie so in so einem Straßenverkehr und da ist so viel Getummel und dann ist es, das sind so viele Bilder, ich kann sie gar nicht alle jetzt aufzählen und er ist da und gibt so den sicheren Hafen und strahlt so eine Ruhe aus und so eine Liebe, so eine Wärme, so eine, ja, beruhigende Energie ist das auch. Ja, genau. Also, du darfst vertrauen. Ne? Vertraue dich den höheren Mächten sozusagen an. Und lass Yeshua Immanuel noch aktiver an deinem Leben teilhaben. Ich möchte mal gerade nachschauen, welcher Stein empfohlen wird bei Yeshua Immanuel. Ob es der
auch der Diamant ist. Ich weiß es gerade nicht. Ah, ja, tatsächlich ist es der Diamant, okay. Ja, also, wenn du einen Diamanten zu Hause hast, dann kannst du dich wunderbar mit dem Diamanten oder über den Diamanten auch nochmal mit Yeshua Immanuel verbinden, denn diese Energien oder seine Energien schwingen in dem Diamanten. Genau. Wunderbar. Sehr schön. So, also, und wenn du dich jetzt, kommen wir zur Karte Nummer 4, wenn du dich für die 4 entschieden hast, schau, die Einhörner möchten diese Woche an deiner Seite sein. So schön. Ja, ganz toll. Öffne dich neuen beruflichen Möglichkeiten und du wirst Wohlstand bekommen. Also du wirst zu Wohlstand kommen, steht hier. Das möchte schon genau sein. Ja, wunderschön. Also die Einhörner, sie sind an deiner Seite und sie möchten, ja, dass du in ihre Magie eintauchst und sie möchten dir die himmlische Fülle, die grundsätzlich jedem zustehen, jetzt endlich bringen, sozusagen. Ja, und neue berufliche Möglichkeiten. Ne? Also, wenn du am Überlegen bist, dich beruflich zu verändern, dann hast du hier das eindeutige, mach das sozusagen. Vielleicht überlegst du ja auch, an meinem Seminar Tierkommunikation lernen teilzunehmen. Auch das ist natürlich eine berufliche Möglichkeit, ne? Der Veränderung, des Wachstums. Auch da bist du dann sehr gerne eingeladen. Also auf meiner Internetseite findest du dazu alle Informationen. Ja, also es gibt voran, es geht voran für dich. Es gibt viele Möglichkeiten, sagen die Einhörner. Und wenn du dich mit ihnen verbindest und sie reinlässt in deine Träume, dann werden sie dir auch diese Möglichkeiten zeigen. Sie werden dir die optimalen Veränderungen, die wichtig sind für dich, in Träumen übermitteln. Ja, öffne dein Herz, lass die Einhörner rein, lass sie dich mit ihrem magischen Horn berühren, damit du auch endlich zu Wohlstand kommst. Ja, du hast es verdient, bekomme ich auch. Und du darfst jetzt zugreifen. Ja, ich gucke gerne nochmal nach für dich, welcher Heilstein da hilft. Für die Einhörner. Um mit ihnen besser in Kontakt zu treten. Ah ja, der Saphir, genau, der war es. Ja, der wunderschöne Saphir. Ja, also den darfst du dir natürlich für die Meditation nutzen. Du kannst ihn auch sehr gut auf dein drittes Auge legen, unter anderem, wenn du ihn dann zu Hause hast. Die Einhörner arbeiten auch hier über unser drittes Auge. Ja, also lass dich von ihnen berühren. Und ja, es werden ungeahnte Möglichkeiten da sein. Sehr schön. Also, ich sehe ganz viel Freude und ich spüre ganz viel Freude und ja, das ist so eine, ich kann die Energie nicht, also das ist so weich und so pastellfarbene Energie. So eine ganz angenehme Schwingung ist das, die ich hier gerade spüre. Ja. Sehr schön. Also lass dich verzaubern und genieße diese Woche. Ich finde, ihr habt alle richtig schöne Botschaften bekommen. Und wenn ihr in irgendeiner Form Unterstützung wünscht, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ihr findet meine Kontaktdaten im Beschreibungstext oder natürlich auch auf meiner Internetseite. Ganz wichtig noch, mein Mobiltelefon funktioniert zurzeit nicht. Bitte kontaktiert mich dann über E-Mail oder Festnetznummer oder natürlich auch über Telegram. Ja, also erreichbar bin ich auf jeden Fall und ich freue mich über jeden von euch.
Und schreibt mir gerne auch jetzt in die Kommentare. Und wenn auch nicht geschehen, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du immer informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und nun hab eine ganz, ganz tolle Woche. In der Liebe und dem Licht der Urquelle. Der Frieden und der Segen der Urquelle ist mit dir. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, deine Barbara Masur. Tschüss. So. Mama? Ja, oh shit, guck mal, meine Haare, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Wieso sind die so komisch geworden? Ich nicht.